Wir danken dir für den neuen Tag. Wir danken dir für das, was wir schon von dir erfahren durften in unserer persönlichen Zeit mit dir, in unseren Träumen, in unserem Austausch mit unseren Mitmenschen. Danke für die Zeit heute Morgen hier und dass du mich gerufen hast, da zu sein. Und dass ich an meinem Platz mich von dir angesprochen weiß. Amen. Amen. Besser wenig in der Furcht des Herrn, als ein großer Schatz bei dem Unruhe ist. Unruhig macht mich eigentlich ja alles, was ich nicht unter Kontrolle habe oder wenn Dinge scheitern in meinem Erleben, dann bin ich auch unruhig. Also, was ist dann mein Schatz? Die neutestamentlichen Losung, wer weg. Was hilft es den Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Markus gewinnt. Weil ich nehme Schaden an meiner Seele. Na gut. Wenn man sich den Lehrtext im Kontext des Umfeldes, wo Jesus einfach den gesagt anschaut, geht es hier wieder um Nachfolge. Nur für mich hat sich als allererstes schon die Frage gestellt, Moment, die Jünger folgen dir nach, die sind jetzt bei dir, Markus 8, 34. Das Volk hat er auch vor sich versammeln lassen, wahrscheinlich wieder mit denen schimpfen müssen. Und es ist natürlich nicht, der schimpft ja immer mit denen da draußen. Der schimpft ja nicht mit uns Christen. Und deswegen habe ich mich gefragt, Jesus, warum erzählst du mir das an? Was hilft es den Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Ich lese mal jetzt. Das Umfeld, 34. Und er rief zu sich das Volk. Das ist immer interessant, Jesus geht nicht nur uns, das ganze Volk. Das ist schon mal, bin ich schon beeindruckt. Hallo, wir sind keine militärische Mannschaft, sondern da draußen die ganz feine Gebilde Gottes. Jeder Einzelne geliebt. Ja. Also nicht ein bisschen mehr, vielleicht wenn wir besseren Sinn machen, der Laterne und wenn wir Haustür geklingelt haben, machen her. Dann denkt man, weil ich so schön singe, kriege ich was. Bei Gott gibt es nicht mehr, wenn du schön singst. Mal gucken. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen? Aha. Ja, Moment, Jesus, die gehen doch schon alle mit dir. Die gehen doch schon alle mit. Will mir jemand nachfolgen? Machen die Jünger das vielleicht doch noch nicht so richtig? Machen wir das vielleicht noch nicht so richtig mit der Nachfolge? Der verleugnet sich selbst. Oh. Ja, wenn ich in so einer Comedy-Show wäre oder einer öffentlichen Motivationsrede, würde ich jetzt sagen, so herzlich habe ich alles schon verleugnet. Mal Hand hoch. Oh. Also meine Gedanken Hand in der Tasche vergraben. Ich habe mich noch zu viel Selbstliebe. Also falsch Selbstliebe. Eine gute Selbstliebe ist bestimmt nicht verkehrt. Aber da steht eben das Wort gut, Gott. Denn Gottes Selbstliebe ist eine fantastische Sache. Er verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach oben. Wir nehmen sein Kreuz auf sich. Jesus, ich sagte, du gehst für mich zum Kreuz. Was soll ich jetzt auch noch irgendwie vielleicht gekreuzigt werden oder was? Also meine Mutter hat ja früher zu mir gesagt, Junge, boah, du bist mein Kreuz. Hat meine Mama immer zu mir gesagt, zu dir vielleicht auch, ja, du lächelst so. Ja, aber das ist natürlich nicht damit gemeint. Und das Kreuz Christi kann ich auch nicht tragen. Was ist dann dieses Kreuz, was ich auch nicht nehmen kann? Tja, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meine Willen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Der wird es bekommen. Denn was hilft es den Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann ein Mensch geben, um seine Seele auszulösen? Wer sich aber meiner, wer sich also um Jesus schämt und um das, was er gesagt hat, schämt,
von meiner und meiner Gott geschämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht. Vielleicht ja auch ehebrecherisches und sündiges Geschlecht. Das Gericht hängt ja immer am Hause Gottes an, nicht da draußen. Dessen wird sich auch der Menschensohn schämen. Ich stelle mir manchmal die Frage, Jesus, wie findest du mich? Nimm mal mir die Frage. Frag mal Jesus, wie findest du mich? Und vielleicht kommst du in so einen Dialog rein. Naja, ich bin schon froh, dass du begriffen hast, damals, dass du ein Sünder bist. Weil jetzt kann ich was für dich tun, denn die Gesunden bedürfen ja keinen Arzt. Okay, das war wirklich eine große Befreiung für mich. Als ich Sünder wurde, das war 17 Jahre lang, war ich charismatischer, amerikanischer, Superpower-Christ. Und dann wurde ich erst für Sünder. Und vorher habe ich das gar nicht begriffen mit der Sünde. Jesus war eigentlich immer der, mit dem ich durch die Sünder. Und dann irgendwann erzählte mir Gott, ich bin ein Sünder. Und endlich kam ich mich so befreit. Weil ich hatte mich nach 17 Jahren, glaube ich, dann gefragt, warum ich immer noch so ein Arsch gegen meine Frau, gegen meine Kinder und nervig mein Umfeld. Kann doch nicht alles gut erteufelt sein, aber mit mir zu tun haben, oder?